Stadt, Land, Du, Generation landwärts. Das war das Motto des diesjährigen Festes der Region zum 25. Landkreisgeburtstag des Landkreises Elbe-Elster. Als Austragungsort wählte man in diesem Jahr das Weltspiegel-Kino in Finsterwalde. Mit tatkräftiger Unterstützung der Sparkassenstiftung Zukunft Elbe-Elsterland erlebten über 160 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft einen informativen und kurzweiligen Tag. Beim diesjährigen Fest der Region ging es grundlegend um frische Ideen und mutige Initiativen für die Region. Das Weltspiegel-Kino war dabei der perfekte Rahmen, um innovativen Gründergeist und Unternehmererfahrung aus 25 Jahren Landkreis zusammenzubringen. Hier präsentierten sich diesmal die zentral mitwirkenden Neopreneurs vor und im Haus. Als junges Unternehmernetzwerk sind sie Mutmacher für Gründer, die die Region bereichern und Zukunft neu denken. Diese Wichtigkeit unterstrich auch Landrat Christian Heinrich Jaschinski in seiner Rede im Kinosaal. Sie wissen, mit diesem Fest der Region, welches wir seit 2011 durchführen im Landkreis Elbe-Elster, rückt ja auch die Stadt oder der Ort immer in einen besonderen Blickpunkt. Und das ist mein besonderes Anliegen, dass wir mit diesen Veranstaltungen auch die Vielfältigkeit des Zweistromlandes Landkreises Elbe-Elster präsentieren und zeigen die schönen Seiten, die Elbe-Elster sehr wohl zu zeigen hat. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir gemeinsam die Augen offen halten, was wird in den unterschiedlichen Regionen geleistet, was ist das Besondere, was ist das Schöne, um zu betonen und uns bewusst zu machen, ja, Elbe-Elster, das ist unsere gemeinsame Heimat. Aber wir sollten auch zeigen, dass diese Region nicht nur Vergangenheit hat, sondern auch Zukunft. Und wir wollen diesen Prozess einerseits begleiten durch den Erhalt und Umnutzung dieses industriellen Erbes wie an der F60. Andererseits wollen wir aber auch fördern, die touristischen Angebote, kulturelle Angebote aktiv mitgestalten, dass hier neue Impulse gesetzt werden. Deshalb ist für mich ganz klar, Elbe-Elster, dieser Landkreis nutzt seine traditionellen Stärken und ist sich dessen bewusst. Wir gehen diese Herausforderungen sehr selbstbewusst an in den letzten Jahren, sehr fantasievoll und sehr innovativ. Und wir können Mut haben in unserem Landkreis zu unkonventionellen Lösungen und wir geben auch vielen Themen einen besonderen Freiraum, wo es möglich ist, auch Probleme auf kurzem Wege zu lösen. Das Netzwerk der Neopreneurs wurde im Januar 2017 von der Lichtplanerin Maria Goldberg gegründet. Es bringt Gewerbetreibende, Neu- und Jungunternehmer in Austausch und Kontakt und schafft somit Synergien im Gewerbe, aber auch für die Region. Unsere Region bietet Raum für Ideen auf ganz unterschiedliche Weise. Sehen wir die Provinz als Land der unzähligen Möglichkeiten, wenn man es nur probiert. Denn wie sagt Steffi, immer, wo ist sie eigentlich, hinter mir? Mangel aktiviert. Wir junge Unternehmer sehen genau hier im Ländlichen viel Potenzial und testen jeden Tag aufs Neue unser Unternehmenskonzept aus. Dabei ist es wichtig, dass es Unternehmensnetzwerke wie die Neopreneurs gibt. Wir tauschen uns aus, wir unterstützen uns, wir kooperieren und wir entwickeln neue Ideen. Vom Winzer aus Bad Liebenwerda zum Gasthausbetrieb in Dollenchen, vom Kreativteam in Finsterwalde zur Partyserie in Senftenberg und vom Friseur- und Fahrradgeschäft in Doberlo-Kirchhain zum deutschlandweit agierenden Großunternehmen. Alle Neopreneurs bringen ihr Wissen im Netzwerk zusammen und senden ein kräftiges Signal. Die Region Südbrandenburg bringt Glanzleistung hervor. Unser Netzwerk, also unsere Community, besteht aus über 150 Selbstständigen, Freiberuflern, Unternehmern, Zeitpreneure, ganz wichtig, junge Menschen, die in der Nebenberuflichkeit selbstständig sind und Experten. Und wir alle sind in einer Facebook-Gruppe, um auf kurzen Wegen uns auszutauschen. Mit über 100 Jung- und Neuunternehmen aus der Region Südbrandenburg verzeichnet das Netzwerk monatlich steigende Besucher- und Teilnehmerzahlen. In regelmäßig stattfindenden Meetups, welche in der Firma eines Neopreneurs stattfinden, stellen Unternehmer ihre Ideen, ihr Gewerbe und ihren Werdegang vor.
Auf der Facebook-Seite der Neopreneurs können sich die Unternehmerinnen und Unternehmer austauschen, Fragen klären oder Informationen teilen. Thank you.